Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag, meine lieben Kameraden. Arrr. Ja, irgendwie habe ich gerade momentan Lust, irgendwie für Assassin's Creed 4 Black Flag extra eine neue Begrüßung und eine neue Verabschiedung reinzuhauen. Irgendwie irgendwas mit Arr und Kameraden und vielleicht auch Landratten. Mal gucken, wer weiß. Ich bin da noch ein bisschen am Probieren. Und guck mal hier, wir können das noch alles einsammeln vom vorigen Part. Wir haben ja im vorigen Part alle platt hier gemacht. Und dann können wir das hier noch alles erbeuten, die ganzen Kameraden, die neuen Kameraden retten und alles schön. Auf jeden Fall, ja, war ich sehr glücklich. Im vorigen Part hat es perfekt geklappt. Schön 17 Minuten, voll eine Mission, hammergeil. Finde ich schön. Aber lag auch mehr daran, dass wir ein bisschen getrödelt haben wahrscheinlich. Aber da ist noch einer, den wir retten können. Haben wir auch noch einen Platz frei? Schaut irgendwie nicht so aus. Ja, wenn nicht, dann muss er halt ertrinken. Ah, okay, hat er nochmal gehabt. Was für ein Schwein ich bin, ey. Ah, guck mal. Ein schönes Lied trällern, so wieder schön hier. Ich würde mir irgendwie total Untertitel jetzt wünschen. Wo halt angezeigt wird, was die genau singen. Also, dann würde ich ohne Spaß eiskalt mittrellern. Würde ich wirklich reißen, sowas. Weiß nicht. Das zieht mich auch total mit. Ich würde am liebsten auch mittrellern, aber ich weiß nicht, wie und was. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie ist es natürlich auch ein bisschen scheiße, wenn ich irgendwas singe und stimmt halt nicht, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja. Und es regnet wieder. Arrrr. Immer am Regnen, die ganze Scheiße hier. Mann. Boah, ich will mitsingen, scheiße, na egal. Ich will auch gar nicht so wirklich viel kommentieren, während die singen. Merkt ihr wahrscheinlich schon, wegen. Ich will halt ein bisschen mithören und das genießen und keine Ahnung. Wisst ihr, was ich mein? Ah ja. Oder ist Treibgut? Oh, ne, eine kleine Kiste ist da. Da könnten wir uns mal kurz holen. Wenn wir schon mal in der Nähe sind, ne, könnten wir das kurz mal machen. Dafür ist immer viel Zeit. Warnung im Sturm und Reisegeschwindigkeit nicht möglich. Ach ja, verstehe. Das ist da nicht möglich. So, kann man den Ort ansehen? Gibt's nicht irgend so ein... Wir dürfen nicht in dieses Monster geraten. Ach du Scheiße. Ja, Leute. Also ich bin weg, ne? Tschüss. Naja, tschüss. Ihr regelt das schon, ne? Ich chill erstmal auf dieser kleinen, schönen Insel. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier auf der Insel bin? Und das Schiff wird jetzt von... Was passiert jetzt? Und diese freuen sich, genau. Was passiert jetzt? Wenn mir mal brennt, ist es hier nebenbei. Hat mein Schiff jetzt so eine Art God-Mode an irgendwie, weil ich nicht auf dem Schiff bin? Oder wie schaut's aus? Könnt ihr mir mal nebenbei in den Kommentaren einfach mal schreiben, was denn eigentlich passiert? Habt ihr schon selbst schon mal erlebt, dass irgendwie ihr auf einer Insel wart und dann auf einmal so eine Windböe, so nenne ich die einfach mal jetzt, oder so ein Windsturm halt, ankommt und vielleicht euer Schiff irgendwie platt macht? Ich weiß es ja nicht so hundertprozentig, ob sowas wirklich passiert. Passiert sowas oder nicht? Oder ignoriert einfach dieser Windsturm dann dieses Schiff, also euer Schiff dann halt. Würde mich aber brennend interessieren. Aber es wäre dann auch ein bisschen blöd wegen. Ich meine, wenn da so ein Windsturm ankommt und ich sehe wirklich gar keinen Ausweg mehr, dann verlasse ich kurz das Ruder und springe einfach vom Schiff. Toll. Oder was passiert eigentlich, wenn man im Windsturm reinschwimmt? Dann ist man bestimmt sofort instant tot. Kann ich mir auch vorstellen. Naja. Was geht mit dem Schiff da ab? Das hat ganz schön viel eingesteckt scheinbar, oder? Ich würde das am liebsten... Ach, wir könnten das entern. Oh. Ja, meine lieben Freunde, wenn wir schon mal die Chance haben, könnten wir ja die Chance mal ein bisschen ergreifen, ne? Ich weiß, ich bereue das so... bis zum geht nicht mehr. Wahrscheinlich gleich wegen den ganzen Schiffe. Die gehören bestimmt alle zusammen. Und wenn die sehen, dass ich dann das Schiff enter... Dann gibt's erstmal Haue für den Zero. Aber scheiß drauf, ey, ich bin ein Zero. Ich mach das einfach. Fuck drauf.
Wenn wir verkacken, dann gehen wir halt unter. Aber ich bleib auf Schiff. Ich gehe mit meinem Schiff unter. Arr, ihr Landratten! Ich werde euch einen vernichten. Ihr schluckt das. Und du das. Oh, das Schiff ist ganz schön groß. Oder liegt es an den Wellen? Er liegt bestimmt an den Wellen. Die sind bestimmt nicht so klein. Nein. So, meine lieben Freunde. Ja, hau mir gleich eine rein. Genau, ja, warum denn nicht? Ja, klar, ja, klar. Wir haben einiges drauf, scheinbar. Oder auch nicht, denn ich... Alter, was war denn das gerade für ein geiler Move, ey? Leck mir die Eier, ey. Unser Connor hat wieder mal richtig die Balls auf den Tisch gelegt. Er macht die alle platt. Ja, guck dir den an, ey. Jawohl. Bam. Einfach mal einen Schuss abgefeuert. Weil ich kann. Brachte irgendwie fast gar nichts, aber hey, scheiß drauf. Weil ich es halt kann, ey. Verdammt. Versprochen, du alte Landrate, du. Ich bin ganz schön am Abkacken, ey. Muss man ja nicht mal zugeben, ey. Bin ich gar nicht so cool. Ja, Kollege. Boah, wir verlieren ganz schön viele Kameraden. Was ist denn hier los? Nicht cool. Boah, wie viel schwere Russi-Heine finden wir hier? Da gehen jetzt ganz schön viele, ey. Finde ich nicht cool. Muss ich ja mal ehrlich zugeben. Alter Kollege, willst du dich wirklich mit mir anlegen? Willst du dich mit mir anlegen? Was hast du davon? Was hast du davon? Ja. Achso, das war wieder so ein Heini. Okay, Verteidigung durchbrechen. Zack, kein Problem. Was passiert eigentlich, wenn unsere Crew komplett erledigt ist? Haben wir denn die Synchronisation drin oder können wir denn wirklich noch allein weiterkämpfen? Das ist dann auch mal eine Frage, die ich mir stelle. Ah. Moment. Ich will da hoch. Ja, danke. Und los geht's. Hallo, Kollegen. Hallo, geile Saison. Mein Ding. Ich lade mal kurz nach. Ja, komm, schieß halt, mein Ding. Frisst mich eh nicht. Ah, Loop. Yeah, baby. Ich bin der geilste Motherfucker on the earth. Was? Ist da noch einer oben? Oder wo ist der? Moment mal. Wo ist denn der andere Motherfucker? Achso, wir sollen die Flagge des Schiffs jetzt zerstören. Achso, dann haben wir das Schiff geändert. Achso, verstehe. Okay, machen wir mal eben. Was jetzt? Komplett nach oben, oder was? Sagst du? Nee. Moment mal. Also irgendwie... Stell mich, glaube ich, ein bisschen wieder mal behindert an, bis zum geht nicht mehr, aber... Das kennt er ja. Ja, meine Leute jubeln da schon unten, aber... Ich muss hier noch meine Flagge hier zerstören und so, ne? Wie geht denn der Scheiß? Ich könnte schwören, ja klar, wir müssen komplett nach oben, aber das hat er beim ersten Mal irgendwie nicht gemacht, ey. Der gute Connor. Was soll denn der Scheiß? Oh, jetzt wird's ein bisschen knifflig. Wie komme ich denn da jetzt nach oben? Alter Vater. Ich habe so Angst, einfach runter zu fliegen, ne? Ohne Spaß. Lass einfach nach oben hier und dann hier zerstören. Hammergeil! Was passiert jetzt? Bin ich mal gespannt. Jetzt erstmal wieder hier runterkommen. Einfach mal. Na komm. Achso. Doch nicht. Geplünderte Beute. Rektor reparieren oder den Bekanntheitsgrad verringern. Wie viel haben wir denn eingesteckt? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Aber ich würde sagen, erstmal den Bekanntheitsgrad verringern. Ja, komm. Bekanntheitsgrad verringern ist, glaube ich, ein bisschen besser. Feuert ihr an, Jungs? Nicht, dass mir irgend so ein feindliches Schiff auf die Eier geht, das ein bisschen größer ist als ich. Segel setzen! Denn darauf hätte ich ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Nerv. Wenn auf einmal so eine Stufe 60er vor der Tür steht und sagt, hallo? Ich bin dein Feind. So in etwa. Ah, guck mal, da ist wieder so ein Typ, der ein bisschen badet. Nehmen wir den auch gleich mal mit. Wir haben noch nicht mal eine Mission gestartet, fällt mir gerade mal nebenbei auf, oder? Haben wir eine Mission gestartet? Nee. Alter, ich bin auch so ein. Ne? Ich bin echt. Alter, was. Hat er mir gerade gesagt? Hurensohn? Nee.
Die haben sie aber schon nicht gesagt. Nee, nebenbei, was soll ich gerade noch sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so schnell wie möglich jetzt mal zu der nächsten Mission. Kann ja nicht angehen. Wo können wir vielleicht nicht einfach eine Schnellreise irgendwie dahin machen? Können wir nicht machen. Aber ich weiß nebenbei, dass man eine Schnellreise zu Aussichtspunkte machen kann, ja. Aussichtspunkten kann man eine Schnellreise machen. Das finde ich cool. Kann man machen. Bestimmt auch zu manchen anderen Sachen. Ein einzelner Wahnsinn war das, glaube ich. Gentlemen, wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt, stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns. Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Ei! Wer dagegen ist, winselt Nay! Nay! Was? Ei! Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Hey, ja. Oh, das gefällt mir. Ein bisschen rumjumpen scheinbar, ein bisschen was erkunden, den Dschungel durchqueren. Oh, das sieht schön aus. Ein bisschen ein auf Lara Croft, sag ich mal, machen. Darauf freue ich mich ja jetzt schon. So eine Ruine zu erkunden oder so? Wahrscheinlich. Oder? Ja, ich weiß, da steht den Dschungel durchqueren, also keine Ruine, aber wer weiß, vielleicht ein bisschen auch. Ein bisschen das und das und keine Ahnung. Hier ist nebenbei eine Kiste. Moment mal. Halt, stopp. Ich will eine Kiste. Ich bin ein Pirat. Ich brauche eine Kiste. Sag mal, haut der ohne mich ab? Hey, lässt ihr mich alleine hier? Wie gemein. Lass ihn nämlich einfach hier alleine auf der Insel. Finde ich ja nicht so geil. Wo ist denn jetzt die Kiste? Wahrscheinlich ganz oben irgendwie. Die ist noch nicht hier irgendwie. Glaube ich jedenfalls. Ich könnte schwören sogar, dass ich die einfach mal mit meinen geilen Zero-Skills übersehe. Versteht er Zero-Skills und Zero-Null? Hier ist aber ein Fragment. Das haben wir schon mal. So, jawohl. Und wie schaut's jetzt aus? Weiter hier hoch oder was? Ne. Moment mal, für was ist denn das jetzt hier? Um da weiter zu springen wahrscheinlich. Jawohl. Sehr schön. Ohohoho. Alter, Edward. Edward. Das war knapp, würde ich mal sagen. Das war haarscharf, Kollege. Arr, genau, arr. Ich höre auch schon die Glitzer funkeln. Nee, ich höre auch schon die schöne Kiste oder Truhe oder whatever glitzern und funkeln. Und ich könnte schwören, dass sie einfach eiskalt unter mir ist irgendwie. Na, fuck drauf. Wenn die unter mir ist. Ich jump auf jeden Fall nicht nochmal nach unten, extra für diese Scheißkiste da. Ist wahrscheinlich eh nur 200 Real irgendwie drin oder so. Von daher, fuck der Hund drauf. Ja, die war definitiv unter uns irgendwie. Naja, scheiß der Hund drauf, wie gesagt. Ich hätte die natürlich gerne irgendwie eingesammelt, aber hey, wenn ich da oben bin und die unter mir, ne. Nochmal extra drunter springen, habe ich echt keinen Nerv dazu. Ne, lass mal stecken. So, Kollege, du bist gleich tot. Hast du gehört? Du bist gleich tot. Du bist gleich tot, du bist gleich tot, du bist gleich tot. Du bist gleich tot, du bist gleich tot. Habe ich doch gesagt. Körpertrang? Ich wollte eigentlich nicht plündern. Körper aufheben mit nur einmal E klicken. Okay. Und hier könnten wir doch perfekt jetzt einfach hier reinlegen. So. Bisschen sneaky vorgehen. Muss sein. Von da kam ich, glaube ich, ja. Ja, von da kam ich. Hab gar keinen Bock, irgendwie den Dschungel hier durchzuqueren. Was geht denn da ab? Na. Warte mal. Komm, Double Kill. Oh, naja, egal. Der andere hat eh nichts gemerkt, von daher. Alles prima. Weil die immer mit ihren Sheets, ey. Ich will keine Sheets. Lass mich damit in Ruhe, Kollegen. Was soll denn der Scheiß? Was geht hier ab?
Aha, gar nichts. Aber ich sehe da irgendwie so eine fucking Wache. Ui, 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 nein, 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 du. Alter, du. 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 Ja, warte, ich geb dir gleich eine rein, Kollege. Ich geb dir gleich eine rein. Weh, du kommst näher, ne? Alter, der will das wirklich wissen, ne? Ohne Spaß. Weiß doch, ich geb dir eine rein. Ohne Spaß, Leute. Der muckt hier total auf. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, da könnten wir doch uns gut verstecken. Ha. Fuck drauf. Moin. So, hätten wir das gleich auch geklärt. Oh, hier ist gleich eine Wache. Können wir uns da verstecken? Nö. Aber der dreht sich gerade um. Sehr schön. Bam! Kollege, komm mal hoch hier kurz. Ich muss eh nochmal hier hin, wegen Fragmente und so. Stecken wir den einfach hier. Ja, super. Einfach mal gegen den Baum total geworfen. Total brutal und so. Komme ich denn da jetzt hoch am besten? Wahrscheinlich da durch, oder? Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Und jetzt? Was? Achso. Verstehe. Einfach da lang hangeln und haben wir Fragment. Super. Das haben wir geschafft. Finde ich schön. Finde ich schön. Ja. So haben wir auch gleich geschafft. Nein. Nein, genau. Genau. Ey, die Grafik, ey, ohne Spaß, Leute. Die sieht einfach so geil aus, finde ich. Ist das eine. Ne, keine goldene Truhe. Ich dachte schon, ich wollte schon hier ausrasten. Goldene Truhe, was? Aber ne. Eine normale Truhe, aber besser als nichts, sag ich mal, ne? Besser als nichts. So, was geht jetzt hier ab hier? Wo muss ich lang? Todessprung hier runter oder. Wie? Oder einfach runterklettern hier? Wirklich? Achso. Verstehe. Muss man wirklich da dran klettern? Aber ich sehe keinen anderen Weg. Jappa, jappa. Okay, gut. Super. Heil überstanden. Na, dann mal weiter, ne? Weiter den Dschungel durchqueren. Oh. Juhu. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Tarzan. Oh Mann. Ah, ein weiteres Fragment. Ich frage mich, wie viele Fragmente es insgesamt gibt. Ja, kann man bestimmt irgendwann leicht nachgucken, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust, irgendwie da jetzt ein paar Minuten dran zu vergeuden, sag ich mal. Was ist hier los? Also ich wette, ich werde eh nicht alle Sneaky ausschalten können. Boah, der ist total voll getrunken. Aber was ich auf jeden Fall sehr gerne möchte, ist, den auf jeden Fall auszuschalten. Den dicken. Denn der sackt halt schon im Kampf ein bisschen. Aber wie schalten wir den am besten aus, wenn wir den jetzt hier reinziehen oder so? Dann sehen mich doch die ganzen Papp-Heinis hier noch gleich. Oder? Ich weiß es nicht. Nö. Haben überhaupt nichts gemerkt. Gar nichts. Ich könnte rein theoretischerweise auch einfach mal rumpfeifen hier. Mach ich einfach mal. Mal gucken. Vielleicht kommt da jemand. Ne. Vielleicht, wenn ich hier bin, so. Ah, look at this, look at this. Dieser kleine Motherfucker kommt. Oh ja, oh ja. Hey, Kollege. Das war's wert. Das war's wert. Oder was? Das war's wert. Alter. Boah, kickt das Jahrtausend, ey. Aber richtig hardcore in die Fresse gekickt. Der wusste überhaupt nicht, was abgeht. Und dieser scheiß Sniper, ey. Den sehe ich nicht mal. Der ist irgendwie hinter einem Baum. Scheiß Warlock. Oder hat er uns doch noch irgendwie gesehen? Kein Plan. Kein Plan, kein Plan, kein Plan. Der läuft auf jeden Fall immer seine Runden da oben ab.
Sehr schön. Mhm. Wie soll man denn eigentlich stealth-mäßig kriegen? Das ist auch noch eine Frage, die ich mir stelle. Ehrlich gesagt. Oh Mann. Pussy, du. Ich müsste dahin, zu diesem Busch da. Das wäre perfekt, ehrlich gesagt. Oder sie sind auch ein paar Wachen, sehe ich da gerade nebenbei. Hm. Auch toll. Ich hätte gedacht, das läuft total schief, aber nö. Was ist da los? Ich bin Arrow Zero. Da läuft nichts schief, hä? Ja, was ist da los? Ich bin der Zero, da läuft nichts schief. Ja, für den Arsch, Mann, für den Arsch. Für den Arsch. Der Snipper, ey, wenn der nicht wäre, ne? Wenn der nicht wäre, der Kollege da oben, ne? Dann wäre das easy. Schade, dass wir irgendwie nicht so eine leise Waffe haben, irgendwie so eine Distanzwaffe. Und wenn die anfangen rumzuböllern. Achso, wir könnten den von da aus denn so kriegen. Und, oh, versteht da? Können wir mal versuchen. Oh. Kann man da weiter rennen, sagst du? Aha. Komm schon. Boah, Spielverderber ohne Spaß, der Kollege. Dann nimmt so ein Mann. War hier nicht noch ein Fragment oder haben wir das gleich mitgenommen? Das haben wir, glaube ich, da gleich mitgenommen irgendwie, ne? Ja. Oh, ja, ja. So. Was ist denn hier los? Da ist eine Wache. Alter, hier geht's echt wieder zur Sache, scheinbar. Ja, da geht's auf jeden Fall zur Sache. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau das wollte ich. Komm mal rein hier. Hier ist es schön dunkel und warm und kuschelig und so. Verstehst du? Ich übertreibe mal wieder ein bisschen. Ich übertreibe mal wieder mal ein bisschen meine Rolle. Komm her. Komm her. Oh ja, er kommt. Er kommt. Der Kacksauke kommt. Jawohl. Wo müssen wir eigentlich genau hin nebenbei? Warte mal kurz. Hä? Wo ist mein Ziel? Mein Ziel ist weg. Wahrscheinlich müssen wir einfach auf ein Schiff, oder? Ich habe echt keinen Plan. Wisst ihr was? Ich kill die einfach erstmal alle. Ist ja kein Ding. Den haben wir alle erledigt erstmal schon mal schön. Sehr gut. Da geht's aber hart zur Sache. Ah, da ist auch noch ein Busch. Cool. Warte mal kurz. Jetzt kommt der her. Kollege, komm ran hier. Alte Sau, du. Oho, da ist ja noch einer. Stimmt, ja. Aussichtspunkt, ist der in der Nähe irgendwie? Naja, geht. Hält sich irgendwo in den Grenzen. Okay. Ah.
kümmern uns auf jeden Fall erstmal um diesen Kollegen, ne? Ja, ich weiß nicht, das kostet einfach gerade so extrem Zeit, diese Scheißmission, weil ich hier so sneaky wie möglich durchgehen will. Ich weiß, 25 Minuten schon am Aufnehmen, bis zum geht nicht mehr. Ich komme auf jeden Fall auf unsere 30 Minuten auf, nur für diese eine Mission. Aber Leute, ich will einmal richtig geil sneaky vorgehen. Wie so ein geiler Motherfucker. Wisst ihr, was ich mein? Wisst ihr, was ich mein? Das ist ein blauer Kreis. Cool. Naja. Markier. Sehr schön. Ah. Warte mal. Ah, schade. Schade. Das ist mir echt ein Rätsel, wie wir da jetzt vorbei sollen. Ist das nicht fair? Nö. Nee. Sind sie alle blind oder was? Stallos. Okay. Mehr oder weniger safe. Super. Fuck drauf. Ja. Super nice. Ich weiß immer noch nicht hundertprozentig eigentlich, wo ich hin soll. Soll ich jetzt aufs Schiff oder wie? Ich gehe jetzt einfach aufs Schiff, scheiß drauf. Wahrscheinlich muss ich aufs Schiffs. Irgendwie aufs Schiffs. Und pass auf. Weil es alles so gerade gut läuft, sieht er mich jetzt noch hier. Der Kollege. Komm schon. Ach, weißt du was, den lassen wir einfach komplett in Ruhe. Ich komme einfach von hinten beim Schiff. Und das sehen sie ja dann eh nicht, wenn ich da oben bin. Ich hoffe mal wirklich, dass ich aufs Schiff überhaupt rauf muss. Ich hoffe, das ist wirklich irgendwie meine Mission. Hoffe ich einfach mal. Mir wird hier auch leider nichts markiert irgendwie. Da steht immer noch, den Dschungel durchqueren. Habe ich doch. Und aufs Schiff, toll. Mann. Markier. Super. Kommen wir da lang? Ja. Keine Ahnung. Ja, sieht gut aus. Ich werde eh gleich entdeckt. Eigentlich könnte ich eigentlich einfach auch hochkommen und Rambo spielen. Beim dritten oder vierten werde ich so oder so entdeckt. Das ist klar. So oder so klar. Kann man da hochspringen? Ja, kann man hochklettern, cool. Aber nicht weiter. Von daher nicht so cool. Geil. Da ist er, ich werde hier gleich entdeckt. Alto! Okay, was heißt doch? Wir werden entdeckt, na scheiß auf. Ich stopfe noch gegen den einfach wie so ein Pappbeiber, wenn ich was sag. Na egal, scheiß auf. Was willst du denn? Alter, haut der rein. Alter, was hat der denn so was für Kollege? Vielleicht mal eine rein hier. Die anderen nichts merken überhaupt, finde ich geil. Finde ich cool. Merkst du jetzt was, Kollege? Ja, block einfach. Fuck yourself. So, jetzt haben wir alle erledigt und für den Arsch. Weil wir ja gar nicht irgendwie rauf mussten. Was müssen wir denn jetzt eigentlich hier machen? Kapier ich nicht. Müssen wir hier vielleicht irgendwie interagieren, irgendwas? Das
mir auch nichts angezeigt, wird irgendwie markiert. Oder müssen wir das Adlerauge benutzen, wird mir halt auch nicht markiert, dass ich das machen muss. Irgendwie. Ich mal ein bisschen blöd. Ja, ich werde jetzt ein bisschen einfach Rambo-mäßig vorgehen. Einfach die alle erledigen und fertig. Da sind ganz schön viele. Das ist nicht so geil. Oh Mann, ey, ich habe echt keinen Plan, was ich machen soll. Das ist doch ein Scheiß. Du bist natürlich auch einfach mal sagen, die Schwimmkollege, du stinkst ein bisschen. Und so weiter und so fort. Na, sieht mich hier gleich einer. Ja. Und zwar der Kollege hier. Guck mal, da steht sogar eine Anzeige, wie lange wir denn eigentlich tauchen können. Weiß ich auch noch nicht. Wie weit geht der denn ins Wasser? Hi, Kollege. Mann. Die trauen sich aber was. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist das ein Scheiß? Mann. Anzünden. Mach ich einfach mal. Ich glaube, das ist richtig. Einfach mal machen. Wenn wir schon können. Aber ich gehe da ein bisschen weiter weg, glaube ich. Ja. Ich wollte eigentlich mir die schöne Explosion angucken vom Nahen, aber. Was bedeuten denn diese blauen Dinger hier? Das sind Verstecke, ja. Klar. Wissen wir. Ja. Oder müssen wir wirklich den Aussichtspunkt da erklimmen? Wahrscheinlich eher, ne? Ja, das wird es wohl sein. Das müssen wir wohl machen. Weil ich glaube, ich nebenbei nicht so eine gute Idee, da ein bisschen Feuerwerk zu machen. Jetzt sind sie ein bisschen aufmerksamer geworden. Naja, wird ein bisschen schwieriger halt. Na toll. Also, merke Aussichtspunkt schon mal nicht, oder was? Ich kapier nicht, was ich machen soll. Was ist denn das für ein Scheiß? Stelle ich mich jetzt einfach so behindert an, bis zum geht nicht mehr, oder habe ich wirklich irgendwie... Keine Ahnung. Jetzt mal ohne Scheiß. Also, Leute, schreibt mir einfach mal in den Kommentaren, ob da irgendwas stand, von wegen, dass man das und das machen muss. Ich weiß, da steht den Dschungel durchqueren. Habe ich schon gemacht. Das ist doch kein Dschungel mehr. Ich bin jetzt am Schiff, wo ich wahrscheinlich auch am Ende sein muss. Oder etwa nicht. Wisst ihr was, das reicht mir jetzt. Ich werde einfach jetzt ein Massaker machen. Ne? Mir scheißegal. Vielleicht bringt es ja was. Ja, zack, in my face, bitch. Vielleicht bringt es ja irgendwie was. Dass wir denn irgendwas Neues kriegen an Ziel. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass wir jetzt einfach alle hier niedermetzeln müssen. Weil da wurde am Anfang irgendwas erwähnt, was wir machen müssen. Kein Plan. Der merkt irgendwie gar nichts von seinem Leben. Mann. Ich kapier das nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. So. Manche auch nichts merken, ey. Die raffen echt gar nichts. Die reagieren auch gar nicht mehr auf Schritte, wie bei den ganzen anderen Assassin's Creed-Teilen. Man kann hier total rennen, bis zum geht nicht mehr. Das interessiert den gar nicht. Und dann müssen wir einfach jetzt wieder zu unserem Schiff zurück. Also das Schiff ist am Anfang, das ergibt auch keinen Sinn. Hä? What the fuck? It's going on here. Ich verstehe überhaupt gar nichts. War da gerade was? Da mussten wir vielleicht irgendwie noch weiter klettern und uns hier gar nicht aufhalten. Ist es vielleicht einfach hier nur Deko, wo die ganzen Wachen stehen? Ja, gibt auch keinen Sinn. Nee. Wir sollen bestimmt hier hin. Hundertprozentig, da ist ja das Schiff, was wir die ganze Zeit verfolgt haben und alles Mögliche. Ich gehe nochmal aufs Schiff. Das kann doch nicht sein. Oder soll ich schauen? Nee. Nur mein Adlerauge. Vielleicht wird ja hier irgendwas markiert.
Aber es ergibt auch keinen Sinn. Wegen. Auf der Minikarte ist nichts Gelbes. Von wegen, du musst dein Adlerauge aktivieren. Wenn das so wäre, dann würde ich es ja verstehen, aber ist nicht. Das Gebiet ist einfach hier rot markiert. Von wegen. Ja, Sperrgebiet und alles Mögliche. Da war ich ja auch ganz kurz oben. Da wurde mir ja gesagt, da darfst du nicht rein. Da darfst du noch nicht hin. Denn das Gebiet ist noch nicht freigeschaltet. Ja. Gebiet in aktueller Erinnerung nicht verfügbar. Da kommen wir wahrscheinlich irgendwann später noch hin. Schönen kleinen Spoiler schon mal gehabt hier. Sehr schön. Der Aussichtspunkt ist auch nicht. Ich kapiere das nicht. Ich kapiere das einfach nicht. Und einfach hier weiter. Kommen wir vielleicht doch zum Aussichtspunkt. Gott, das weiß ich nicht. Wo ist denn der Aussichtspunkt, hä? Ach, der ist unter mir irgendwie, oder was? Und, hä? Alter Junge! Das ist gerade ein bisschen zackt. Das zackt ein bisschen Hardballs gerade, muss ich mal ehrlich zugeben, ohne Spaß. Weil ich überhaupt nicht weiß, was ich hier machen soll. Adlerauge kann ich total weglassen, wegen dann würde das gelb markiert sein. Dass mir auch kein neues Ziel angezeigt wird, von wegen, mach das, nee, da steht immer noch den Dschungel durchqueren. Habe ich schon gemacht, ich bin schon am Ziel mehr oder weniger, was ich schon glaube. Ich überlege mir gerade ernsthaft einfach mal vom Checkpoint nochmal neu zu starten. Vielleicht habe ich einen kleinen Bug irgendwie, dass es hier nicht weitergeht. Und warum speichert der? Achso, Moment mal, der hat gerade gespeichert und wir waren gerade da, Moment. Ich gehe mal kurz dahin. Vielleicht müssen wir ja von hier aus irgendwo da zum Aussichtspunkt. Oh. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Kann man hier hochklettern? Nee. Nochmal aufs Schiff. Wollen wir genau einfach nochmal aufs Schiff? Scheiß drauf. 37 Minuten schon am Aufnehmen, nur am Failen hier. Ja, was heißt Failen? Ich meine, wenn ich nicht weiß, was ich noch machen soll, das ist kein Failen, ehrlich gesagt, in meinen Augen. Failen wäre, wenn ich wüsste, was ich suchen muss und es nicht dann finde. Aber das ist ja irgendwie ein bisschen scheiße gemacht, finde ich. Was mir da gesagt wird, den Dschungel durchqueren, habe ich aber gemacht. Ich weiß, da ist noch so eine fucking Wache, sogar noch zwei. Die erledigen wir auch einfach mal. Warum? Weil wir es können. Und dazu, wer weiß, vielleicht geht es ja dann weiter irgendwie. Jetzt zack, Kollege. Ich habe auch gerade nebenbei gemerkt, wenn wir die Schwerter ausgerüstet haben und wir so einen Sneaky Kill machen, dann haut er automatisch seine versteckten Klingen raus. Finde ich cool. Warum der das nie gemacht hat, wenn ich meine Fäuste drauf hatte, frage ich mich auch. Aber wahrscheinlich, weil er dachte, dass ich einfach keinen Kill machen wollte. Okay, mit den Fäusten betäubt man ja nur den Gegner, stimmt ja. Wird auch sein. Ja. Nochmal hier raufkommen. Bringt ja alles nichts. Wir gucken einfach nochmal aufs Schiff. Wir waren da schon drauf, ich weiß. Aber wer weiß, vielleicht müssen wir ja irgendwas noch machen. Vielleicht Adlerauge so aktivieren auf dem Schiff. Aber es ergibt auch keinen Widersinn hier. Wegen, das würde mir auf der Minikarte angezeigt werden. Was, wie, was, welches. Ich kapiere das nicht, ey. Ich bin einfach zu dumm gerade. Ich stelle mich wahrscheinlich wirklich einfach zu dumm an. Ich hier hoch? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Gebiet nicht verfügbar, sehr schön. Wo ist das Schiff? Ist am Arsch der Welt, okay. Karte aufdecken. Okay. Ich werde nichts angezeigt. Das ist doch nicht normal, oder? Ist das wirklich jetzt normal, dass es so sein soll? Ich weiß nicht. Schiff ist hundertprozentig nichts. Da waren wir jetzt schon zweimal, okay. Da ist wirklich gar nichts. Den Dschungel durchqueren. Oder müssen wir... Hier war doch gerade so ein gestrandetes Boot irgendwie. Was gefällt mir denn da? Hätte gedacht, an diesem gestrandeten Boot hier einfach uns auf unser Schiff wieder zurück teleportieren, aber ergibt auch keinen Sinn.
Hier ist auch gar kein Boot. Ja, mehr oder weniger Boot, aber kein Boot zum Teleportieren. Ach, ich kapier das nicht, ey. Das wird mir echt ein bisschen blöd. Den Dschungel durchqueren haben wir gemacht. Den Dschungel haben wir ja hinter uns. Von hier aus kamen wir. Ja. Sehr schön. Ja, hier waren wir 100%, oder? Ja klar, hier waren wir, ja. Und da geht's hier irgendwie noch weiter. Nee, das ist schon richtig der Weg. So, Moment, ich laufe einfach nochmal den Weg hier ab. Also ich bin... Also ich bin hier durchgekommen, ja, das ist logisch, ja klar. Hier kommt man normalerweise durch, ja. So. Und dann sehe ich hier die ganzen Motherfucker. Und meuchel mich hier durch. So. Und dann kapiere ich nicht, warum mir kein neues Ziel angegeben wird. Von wegen, dass Dschungel abgeschlossen irgendwie wird. Angezeigt wird. Und gesagt wird, Digga, geht zum Schiff oder so. Wisst ihr? Hört mir nicht. Soll ich vom Checkpoint neu starten? Fortschrittskasse per Luftattentat töten. Optionales Ziel ist das, okay. Huh. Ich gehe einfach mal hier durch, scheiß drauf. Ich weiß, ich werde desynchronisiert. Das war. Das wollte ich auch, damit ich kurz vorm Checkpoint nochmal neu starte. Vielleicht ist da wirklich irgendwie so ein kleiner Bug irgendwie. Was ich nicht glaube, aber vielleicht. Wer weiß. So. Jetzt bin ich hier. Jetzt wird mir aber nicht mehr angezeigt, wird hier von wegen. Digga, geh durchquere den Dschungel irgendwie. Wird mir nicht mehr angezeigt. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal super. Na komm her. Willst du mich verarschen? Siehst du mich wirklich nicht mehr? Finde ich cool. Ja. Finde ich komisch irgendwie. Wird mir wirklich nicht mehr angezeigt. Von wegen, ich gehe den Dschungel und alles. Ich gehe da jetzt ein bisschen ja Rambo-mäßiger vor, wie man sieht schon. Damit wir das irgendwie ein bisschen schneller jetzt über die Bühne hier bringen. So. Im Hintergrund explodiert's. Oh ja. Yeah. Bam! In your face, bitch. Na komm her. Ich könnte mir ein bisschen gut vorstellen, dass eigentlich auf dem Schiff hier, ne? Dieser Typ sein sollte, den wir mit einem Luftattentat erledigen sollten. Aber der spawnt irgendwie gar nicht. Was soll das meinen? So ein optionales Ziel hatten wir doch hier. So. Das läuft schon mal nicht. Na, fuck drauf. Ja, ja. In your face, bitch. Und du ebenfalls gleich hier. So. Bam! In your face! So, schneller, schneller. Go, go, go. Wir haben nicht ewig Zeit. Hi. Sehr viel schlafen.
Frage, was macht der hier jetzt gerade? Unser geiler Edward? Ah. Wer ist denn der? Der schaut doch kurze Zeit wie so ein Captain aus, ja. Der schaut auf jeden Fall nicht aus wie so ein Captain. Ich glaube auch, der Captain ist, wie gesagt, irgendwie auf dem Schiff. Aber ich kriege immer noch kein neues Ziel. Aber das steht jetzt auf jeden Fall nicht mehr von wem. Ne, das ist kein Captain. Oder? Schaut irgendwie total nach dem Captain aus. Na, pass drauf. Der geht so oder so down. So. Okay, dann wäre das auch noch ein Captain, aber ist kein Captain. Das sind einfach so eine Samaritas irgendwie. Na toll. So, aber die waren davor noch gar nicht da, oder? Oder irre ich mich gerade hier? So. So. Super. Jetzt hätten wir das geklärt, aber mir wird immer noch kein neues Ziel angezeigt. Das ist echt crazy hier gerade. Ein bisschen, finde ich. Irgendwann ist es halt einfach total dran gewöhnt, dass es einfach mal steht. Hey Digga, mach das! Hey Digga, mach das! Hey Digga, mach das! Guck, ich hatte einen kleinen Bug. Jetzt wird mir auch das scheiß Ziel angezeigt, das ich erledigen soll. Und den versuche ich jetzt einfach mal mit einem Luftattentat zu erledigen. Denn ich weiß jetzt, was man hier braucht für die optionale Mission. Den ganz Gürschen mache ich einfach mal. Aber ich frage mich echt, wie ich das anstellen soll mit einem Luftattentat. Natürlich muss ich irgendwie nach oben, aber wie? Denn auch noch unbemerkt natürlich, ne? Was ist die Frage? Ein fucking Luftattentat hier erledigen. Den Collagen. Was geht hier vor? Bestimmt. Gibt mir den Kollegen. Ah, sieht gut aus. Mit nur hochklettern. Ah, perfekt. Sieht doch super aus. Ja, perfekt. Jetzt muss ich kurz nochmal mein Ziel ausfindig machen. Das ist am Arsch der Welt. Hier. Kann ich hier noch weiter hoch? Na gut. Ist da oben eigentlich eine Wache? Bestimmt, ne? Also, die da unten. Ich dachte, da oben hat mich irgendwer gesehen. Was geht hier vor? Deine Mutter geht vor. Hier ist oben echt kein Schwanz, ey. Bin ich ja cool. Was geht hier vor? Warte mal kurz. Wo ist denn jetzt mein Ziel? Ich hab mein Ziel wieder aus den Augen verloren, ey. Wird aber auch nicht gerade gelb markiert. Ach, da vorne ist es. Da vorne ist es, okay. Komme ich hier noch irgendwie weiter nach vorne? Ich will hier auf jeden Fall draufbleiben gerne. Denn hier oben sieht mich halt kein Schwanz. Kann ich hier jetzt einfach rüber irgendwie? Nee. Ja, nicht. Aber ich sehe ja schon was. Oh, das dauert so ewig lange, bis ich da eigentlich mal drüben bin. Und wenn ich drüben bin, wehe. Wehe, der Typ ist auf der anderen Seite, wo ich denn gerade war. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. So richtig scheiß Troll irgendwie. Na, schnell, go, 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 jetzt hier. Edward, gib alles. Achso, da geht's weiter, okay. Super nice. So. Ich weiß, das hätte man bestimmt noch viel, viel leichter machen können und alles mögliche, aber hey, scheiß drauf. Ich bin Zero, ich darf das. Warum? Weil ich Zero bin. Wo ist der? Wer, der ist drüben? Wer, der ist drüben, oder was? Ist der drüben? Ah, wer? Oh, bitte sei genau unter mir jetzt. Ne, das bist du nicht. Wo ist der denn? Ach, da ist der. Ist ja perfekt. Der bleibt, glaube ich, hier wirklich die ganze Zeit.
Ne, das wollte ich nicht. Kollege, was machst du? Bewegung, an die Arbeit! Fils de putain! So extra sicher nochmal. Zack! Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Fils de putain! Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Die Bucht gehört uns! Mission beendet. Ein einzelner Wahnsinniger. Ja, Leute. 51 Minuten am Aufnehmen, aber auch nur da dran. Wegen diesem scheiß Bug. Wenn der Bug nicht wäre, dann vielleicht 40 Minuten irgendwie am Aufnehmen. Naja.